Ja, moin. So, vom Weizen jetzt in den Mais. Ist allerdings jetzt schon 3 Wochen dazwischen, zwischen letztem Video und jetzt. Zwischendurch kontrolliert, halt keine Zeit gehabt, wie es immer so ist. Ne? Jetzt haben wir mal ein paar Minuten Zeit gefunden, dann kann ich euch mal was über den Mais erzählen. Und zwar, ja, erstmal ein paar Fakten vorab. Also wir bauen 130 Hektar Mais an. Ein Viertel davon wird als Körnermais geerntet und die restlichen 3 Viertel von den 130 Hektar gehen in die Biogasanlage, sprich werden gehäckselt. Ja, was machen wir beim Mais? Wie wird Mais überhaupt abgelegt oder gesät, gedrillt? Mais wird mit einer Einzelkorn-Sämaschine gedrillt. Heißt, jedes Korn wird einzeln abgelegt in Abstand von so und so vielen Zentimetern, je nachdem, wie viele Körner man auf dem Quadratmeter haben möchte. Bei uns sind es immer so um die 9 Körner pro Quadratmeter. Obwohl wir dieses Jahr jetzt auch schon mal angefangen mit einer Applikationskarte zu arbeiten. Applikationskarte heißt, es wird digital über Satellit erfasst, spezifisch die Flächen, wo jetzt der Boden auf den Flächen gut ist, wo er schlecht ist. Und da, wo er gut ist, können wir mehr Körner ablegen und da, wo er schlecht ist, weniger Körner und weniger Dünger. Das spart uns Saatgut oder jetzt auch Dünger und belastet die Böden jetzt auch nicht unnütz, wenn da jetzt eh kein Kapital vorhanden ist in den Böden. Mais ist eigentlich relativ simpel im Anbau. Wie gesagt, Körner werden abgelegt bis zu 8 cm im Boden, je nachdem. Man muss halt mal schauen, gibt es ein trockenes Jahr, gibt es ein feuchtes Jahr, weiß man so nicht unbedingt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, leichte Standorte hat, haben wir jetzt nicht, aber und es droht auszutrocknen, dann sollte man das Korn zum Beispiel auch etwas tiefer ablegen. Allerdings kann es wieder auch daran liegen, wenn man das Korn zu tief ablegt, dass der Mais dann Schwierigkeiten hat, überhaupt wieder aus dem Boden zu kommen oder gar nicht erst vernünftig ins Wachstum kommt. Bei der Ablage von Mais wird eine kleine Gabe Dünger mit zugegeben, in Form von der Unterfußdüngung. Unterfußdüngung ist schräg unter dem Maiskorn angelegt, wird vorher, also es ist alles in einem Arbeitsgang passiert. Und das ist dann der erste Dünger, den der Mais, sagen wir mal, braucht, um auch ins Wachstum zu kommen oder die Keimung auch voranzutreiben. Muss sich das so vorstellen, man hat das Korn in dem Boden liegen, das Korn fängt an zu keimen. Und dass die Wurzeln wandern jetzt einfach dahin, sagen wir mal, wo der Dünger, wo das Düngerdepot vorhanden ist. 200 Kilogramm Stickstoff laut Richtlinien braucht der Mais. Abzüglich unserer Düngebedarfsermittlung kommen wir jetzt im Durchschnitt so auf 160 Kilo Stickstoff, die wir noch zudüngen dürfen und können. Das wird in Form organischen Dünger, sprich Gärresten, und halt den mineralischen Düngern gemacht. Das Wichtige beim Mais eigentlich zu gucken ist, dass wenn der dann erwachsen ist, sagen wir mal bis 4-Blatt-Stadium, da sind wir jetzt natürlich weit drüber hinaus. Der Mais ist jetzt hier schon über 1,82, weil ich bin halt 1,82 groß, schon drüber gewachsen. Beim Mais ist eigentlich nur darauf zu achten, gibt es Blattverfärbung, passt der Abstand zwischen den Körnern, das ist dann immer Sache der Maschine. Also wir haben ja jetzt dieses Jahr neu bekommen die Pferdestadt Tempo V12. Und also die Maschine hat echt super Arbeit gemacht, muss man mal ganz klar sagen. Wenn man 1,33 Meter mit dem Zollstock auslegt, Gliedermaßstab für die Kukarittenkacker, und man zählt 9 Pflanzen auf 1,33 Meter, kommt es auch hin, dass man 9 Pflanzen auf 1 Quadratmeter stehen hat. Ein Hektar 10.000 Quadratmeter, also sind es 90.000 Pflanzen auf dem Hektar. Das ist das, was wir so anstreben bei uns. Wichtig wäre halt zu gucken, gibt es Verfärbung, wenn es jetzt lila wäre oder Mangelerscheinung wäre oder großartige Fraßspuren oder sowas, dann hätte man jetzt vielleicht noch ein Ungeziefer drin oder hätte halt Phosphormangel oder andere Mängelerscheinungen. Das würde man beim Mais aber auch sofort sehen. Ja, so viel gibt es eigentlich auch schon gar nicht so zum Mais zu sagen. Man könnte jetzt hier, aber der ist jetzt schon so hoch, dann würde es jetzt nicht mehr durchlaufen. Wichtig ist noch zu schauen, hat die ganze Herbizidmaßnahme, die wir gefahren haben. Also wir fahren ja einmal gegen Unkräuter und einmal gegen Ungräser. Im Mais ist immer wichtig, dass es bis zum 4-Blatt-Stadium passiert ist, da sonst viel zu hohe Konkurrenz für den Mais ist. Und das geht dann auf Ertrag, weil die Unkräuter und Ungräser so viel Nährstoffe ziehen, dass das später sich auf jeden Fall deutlich bemerkbar macht im Mais. Ja, warum stehe ich hier im Haufen grün? Ja, grün mit Blüten und sowas. Man muss zu der Fläche jetzt speziell sagen, hier waren mal Tannen drauf. Von einem Eigentümer und der hat damit aufgehört, diese Tannen jetzt anzubauen. Und hat er gesagt, wir können die Fläche dann jetzt komplett nutzen. Und haben wir uns jetzt dazu entschlossen, hier mal
eine Blühmischung, um zuzulegen. 6 Meter haben wir dann gemacht. Das machen wir immer mit einer kleinen Kreiselegge und einem kleinen APV-Streuer. Das machen wir sowieso überall da, wo nasse Löcher ist oder wo keine Befahrbarkeit gegeben ist und so weiter, bevor da gar nichts steht, um die Böden gegen Erosion zu schützen, um auch ein bisschen der Natur wieder oder der Natur entgegenzukommen. Sagen wir halt, wir legen Blühmischung an. Da Ganze kommen wir kein Geld für, aber wir sind auch daran interessiert, halt mit der Natur zu arbeiten. Das ist auch mal wichtig, dass die Leute das mal sehen, dass wir nicht bis an Randstreifen immer nur ranankern oder irgendwelche Wege umflügen oder sonstigen Scheiß, den wir immer uns anhören müssen. Das passt mir so nicht. Deswegen muss ich das jetzt mal einfach sagen. Wir haben jetzt hier, hier fliegt und kreucht alles durch die Gegend jetzt. Der bleibt jetzt auch stehen, der Streifen erstmal. Ist für uns kein Problem, drumherum zu arbeiten. Und auch noch einfach uns auch gewisse Sachen, zum Beispiel Pflanzenschutz. Wenn jetzt hier, ist nicht der Fall, aber wenn jetzt hier auch fließende Gewässer nebenan wären, haben wir auch mit Pflanzenschutzmitteln gewisse Auflagen. Und so sind wir dann halt weit davon entfernt, ne? Einfach mal 6 Meter drumherum. Da erfüllen wir fast jeden Abstandsauflagen, die uns die uns der Gesetzgeber vorgibt, und sind damit immer im Lot. Ja, wenn ihr Fragen habt zu Blühstreifen, warum wir das machen und wieso und zu Mais oder etc., schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich versuche mal alles fleißig zu beantworten und freue mich, dass ihr mir folgt. Ach ja, und nächstes Mal wollen wir auf jeden Fall mal ins Getreide jetzt. Wir warten darauf, dass das Wetter jetzt umschlägt. Die Gerste ist fast soweit. Und da würde ich euch mal mitnehmen beim Gerstendreschen und Getreideernte, warum, wieso, weshalb und was wir da alles gemacht haben. Kommt dann im nächsten Vlog. Und ja, eine schöne Woche. Bis dahin, euer Nico.